Green A, ein Podcast mit Peggy Merkur. Heute begleiten euch Henning und eure Peggy Merkur. Wie wird die Bewegung Fridays for Future eigentlich wahrgenommen und wie wird mit ihr umgegangen? Beziehungsweise mit welcher Rechtslage hat sie es zu tun? Wie positionieren sich die Medien und die Politik von der jungen bis hin zur alten Generation? Denn das Thema Klimawandel, Klimakrise geht nicht mehr nur uns junge Menschen an, sondern betrifft alle Generationen und alle Menschen. Was genau war das, was du zu kritisieren hattest? Also es ging vom Landesschulamt Sachsen-Anhalt ein einheitlicher Brief an alle Schulleiter raus. Der wurde mir halt vorgelegt, als ich mich mit meinem drüber unterhalten habe, dass ich gerne zu dieser Demo gehen würde und dadurch halt Stunden verpassen würde. Und er hat das halt supportet und meinte auch so, er würde diesen Brief nicht Folge leisten. In diesem Brief stand halt drin, dass man Schüler sofort wählen sollte, diese auch mit einem Verweis bestraft werden, direkt vom Landesschulamt. Und man die Schulpflicht über das Demonstrationsrecht stellen müsse. So im Grunde. Na, so ist es doch konzipiert. Also wenn man sich die Anfänger mal anguckt, das waren ja Schülerinnen und Schüler, mittlerweile sind ja auch andere Bevölkerungsgruppen da jetzt mit dabei, die haben, weil man Aufmerksamkeit erregen wollte, die Schule bestreikt. Und diesen Widerspruch muss man irgendwie erklären und ich kann ihn nicht erklären, im Gegenteil, ich halte ihn für geradezu sinnentfremdet, dass man Klimaschutz dadurch unterstützen will, indem man sich einer Bildungsverweigerung begibt und dieser logische Bruch, der muss von der Bewegung schon erklärt werden und kann nicht nur mit Aufmerksamkeit ist, glaube ich, nur genug hergestellt, die ganze Menschheit, kann man ja mit Blick auf New York sagen, debattiert über Klimaschutz, sodass das Argument nun wirklich nicht zielt und dass am Ende die Frage steht, will ich ein fundiertes Wissen haben, um mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die wie alle anderen Themen, denke ich, auch differenziert zu betrachten sind, was Auswirkungen angeht, was Wechselwirkungen angeht. Und dazu braucht es eine gute Bildung und deswegen ist Schule aus meiner Sicht hier nicht zu bestreiken, sondern man kann das mit der Schule gemeinsam, glaube ich, auch sehr viel besser lösen. Ich finde, man sollte bei Fridays for Future sehr darauf achten, dass man den Kapitalismus als System kritisiert. Und mein Appell an alle Menschen und vor allem auch an das Schulsystem wäre einfach, man sollte Kindern mehr beibringen, sie darin zu unterstützen, was sie wollen und ihnen dabei zu helfen, zu erkennen, was im Leben wichtig ist. Und dabei sollten eben auch den Kindern die Freiheiten gewährt werden, ob sie denn gerne demonstrieren würden und nicht immer mit Konsequenzen, immer mit Strafen alles bedroht wird mit ihr bleibt sitzen und Bußgelder. Ich finde, das ist halt sehr schwer. Das ist ja genau im Arbeitsbereich das Gleiche. Es gibt dann Ermahnungen, wenn man nicht da ist oder vielleicht kann es auch zur Kündigung führen. Und das finde ich halt sehr schade, dass Streik ist ein Recht. Und dieses Recht sollte von allen in Anspruch genommen werden, von Menschen, die arbeiten, von Menschen, die in den Schulen sitzen. Ja, also mein Appell wäre einfach, dass die Leute sich viel mit dem Thema beschäftigen, dass vor allem eben auch Lehrer sind ja dazu da, um dieses Wissen zu vermitteln und man sollte eben an der Schule auch an Fakten festhalten, aber jedes Kind dann unterstützen in seinen Entscheidungen. Genau. Also ich würde es absolut unterstützen, dass Hierarchien nicht mehr so entstehen können oder so sind, wie sie gerade sind. Und ja, der Mensch ist frei und es sollte dem Menschen immer wieder gesagt werden, dass er eben nicht in der Schule sitzen muss die ganze Zeit. Der Mensch sollte Spaß daran haben, etwas zu lernen. Der Mensch sollte Spaß haben an seiner Arbeit. Und dazu zählt halt auch, dass er dafür gerecht bezahlt wird, dass ihm keine Konsequenzen drohen, dass er, also ja, das, also Hierarchien sind immer zu kritisieren, sollte man auch immer machen, genauso wie den Kapitalismus. Das sind einfach schwierige Punkte dabei, die auch in der Umweltbewegung, wie wir hier gerade haben, bei Fridays for Future, sehr hinderlich sind, dass
Kinder einfach Angst haben vor Lehrern, vor ihren Eltern, wenn sie das nicht unterstützen. Und man hat eben, wenn man diese Angst hat, geht man einfach nicht hierhin. Und das sollte auf jeden Fall aufgewichen werden. Und man sollte die Kinder immer unterstützen und auch die Menschen, die arbeitstätig sind. Denn auch sie haben ein Recht darauf, denn es ist auch ihre Zukunft. Und deshalb sollten sie ein Recht haben, hier zu sein. Man guckt erstmal, warum kommt das Kind nicht zur Schule, bietet Beratungsgespräche, Hilfeleistungen an. Diese Formate gibt es ja und die müsste man dann zur Anwendung bringen, wenn die Schule sozusagen das dann das Fehlen der Schule wahrnimmt. Aber bisher habe ich eigentlich das so wahrgenommen, dass das sozusagen im Rahmen dessen meist nach der Schule stattfindet. Und das, finde ich, ist auch der richtige Weg. Wie gesagt, Schule ist kein Gegner von Klimaschutz. Wir sollten auch da jetzt auch keinen künstlichen Widerspruch draus machen, sondern einfach miteinander die Dinge so vereinbaren, dass es Schule stattfindet und trotzdem der Klimaschutz und der Kampf für mehr Klimaschutz auch seine Wahrnehmung und seine Berechtigung findet. Also auf jeden Fall ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass die Schüler zur Schule gehen. Es gibt eine Schulpflicht in Deutschland und dem stehen wir natürlich nicht im Wege. Wir würden niemals ein Kind dazu zwingen, an so einer Demo teilzunehmen. Aber wir wollen natürlich auch die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, aktiv zu werden. Und deswegen sorgen wir dafür, dass die nötigen Freiräume geschaffen werden. Also teilweise wird der Unterricht umgelegt oder die Kinder bekommen die Möglichkeit, Unterrichtsstoff nachzuholen. Es gibt aber auch Pflichttermine, die leider nicht verschoben werden können. Und dann kann man halt an diesem Tag nicht zu denen ja, gehen. Ja, also ich habe auch Kinder, die in Schulen sind, die auch damit hingehen. Es gibt ja mal so diesen Vorwurf, die wollen ja die Schule schwänzen. Und was ich jetzt erlebe, sind schon Schüler, die engagiert sind, die Zeit nutzen, hinzugehen, sich auch auszutauschen mit anderen. Wichtig ist für sie zu erleben, wie es ist, Selbstwirksamkeit zu erfahren, was zu machen, zu tun, auf die Straße zu gehen, Demokratie zu leben, für was einzutreten. Und Streiks sind ja eigentlich auch Mittel im Arbeitskampf für Beschäftigte, um Lohnsteigerungen, Anpassungen einzuklagen. Streik ist vielleicht das unpassende Wort, aber das bedeutet, wenn man das macht, sich auf die Straße begibt, nicht zur Schule gibt, auch die Konsequenz vielleicht tragen muss, dass Schulleitungen das kritisch sehen und versuchen, dagegen zu arbeiten. Ist auch für die Schüler eine Erfahrung, dass eben da auch Steine im Weg liegen auf diesem Weg und sie, wenn sie das wollen, sich dafür einsetzen und auch gewisse Dinge hinnehmen müssen oder damit umgehen müssen und Lösungen finden. Ich finde das ehrlich gesagt eine ganz unselige und unangemessene Debatte. Das sind ja nicht junge Menschen, die irgendwie die Schule schwänzen, um sich an den Baggersee zu legen, sondern das sind politisch interessierte junge Menschen, die informieren sich, die wollen was bewegen und sowas kann ich doch in den Unterricht integrieren und da kann ich im Unterricht auch drüber sprechen und ich habe nicht den Eindruck, dass die jungen Menschen, und inzwischen sind es ja nicht nur junge Menschen, aber beim Schulschwänzen geht es um die jungen Menschen, ja, dass die das irgendwie überdehnen. Ja, und sozusagen als Vorwand benutzen, um sich irgendwie einen schönen Tag zu machen. Also insofern finde ich das eine etwas unangemessene Debatte. Also die Debatte ist meiner Ansicht nach völlig, völlig versiegt. Es war am Anfang so, wo alle oder wo einige völlig so eine komische Reaktion hatten, irgendwie, oh, die Schüler sollen lieber auf die Schule in die Schule gehen, als draußen zu demonstrieren. Ich glaube, die Schulen haben gut reagiert, die Lehrkräfte haben gut reagiert, auch das Ministerium und auch das Landesschulamt haben da sehr besonnen reagiert und einfach gesagt, wir lassen das mal so laufen, es gibt jetzt keine direkten Konsequenzen daraus. Letztendlich hat man das dann nach den ersten großen Aufregungen, glaube ich, doch sehr gut gehandelt bekommen. Auch Fridays for Future hat ja gelernt, und das finde ich eigentlich das Tolle draus, so sollte Schule normalerweise auch sein, aus meinem eigenen Handeln dann wiederum zu lernen, aha, da gibt's Gegenwind, einige finden das nicht so toll, dass man Schule schwänzt, dann hat man von jedem Freitag auf einmal im Monat umgeschwenkt. Und ich glaube, da haben alle Seiten gut gelernt. Es gab viele, viele Gespräche auf verschiedensten Ebenen. Und letztendlich ist das, was für mich auch Lernen und auch Schule irgendwie ausmacht. Man lernt nicht nur irgendwie Formeln und Vokabeln oder sonst irgendwas, sondern man lernt auch fürs Leben. Und dazu gehört auch, sich für seine Rechte einzusetzen, mal die Grenzen zu überwinden. Auch wohl wissen, dass es daraus Konsequenzen geben kann.
aber dann im gemeinsamen Miteinander, indem man miteinander redet, zu einer Lösung zu finden. Und das ist mir, glaube ich, bei der Bewegung, finde ich, jetzt sehr gut gelungen, dass man sich da angenähert hat. Und dass es jetzt eigentlich gar nicht mehr die Diskussion ist, schwänzen die Schüler die Schule, um da auf die Straße zu gehen, sondern es gehört einfach dazu, einmal im Monat ist Klimaschutzdemo und da gehen selbstverständlich die Schülerinnen und Schüler auf die Straße, ohne dass es zu Konsequenzen kommt. Da gehen sogar oft die Lehrerinnen und Lehrer mit oder die Schule macht einen Projekttag draus. Finde ich wunderbar. Ganz viel Bildung, viel mehr als wir uns vielleicht vorher gedacht haben. Man merkt es ja daran, wie aktiv die Schülerinnen und Schüler sind. Es ist wirklich sehr präsent. Es gibt sogar Grundschüler, die nachfragen, was ist das, dürfen wir da hingehen? Und sogar ihre Grundschullehrerin davon überzeugen, an der Demo teilzunehmen. Also wir sind hier auch nicht die einzige Schule in Halle, die es den Kindern möglich macht und den Jugendlichen möglich macht, an einem Freitag 12 Uhr an einer Demo teilzunehmen. Mein Name ist Felix Eckert, ich bin Nachhaltigkeitsforscher seit 20 Jahren, eigentlich Jurist, Philosoph und Soziologe. Und ich bin in diesem Semester, also jetzt im Sommer, Gastprofessor hier in Halle, deswegen bin ich hier bei euch. Wir sind mit dem, was wir hier machen, Teil der größten Klimademo in der Menschheitsgeschichte. Und das finde ich absolut irre. Dass so viele Menschen jetzt für das Thema Klima, für ein Thema, was ziemlich abstrakt ist, wo man nicht so ganz unmittelbar spürt, dass man mit seinem Alltag damit zusammenhängt, dass man also so überhaupt so viele Leute auf die Straße bekommt, ist eine ganz, ganz große Leistung. Gerade der jungen Menschen, der Schülerinnen und Schüler in den letzten 12 Monaten, kann man sagen, es haben sich Marketing-Experten, Ökonomen, Regierungen, Parteien, Forschungsinstitute jahrzehntelang darüber den Kopf zerbrochen, wie sie dieses abstrakte Thema, zu dem wir alle beitragen, wo wir alle im Boot sitzen und wo wir alle im Grunde uns bewegen müssen, wenn es darum geht, zu null fossilen Brennstoffen zu kommen, zu sehr viel weniger Tierhaltung, wie man dafür Menschen in Bewegung setzt. Die These war die ganze Zeit, das geht einfach gar nicht. Man merkt ja buchstäblich nicht, weil man einfach so weiterlebt und vielleicht das Klimathema sogar wichtig findet, dass einem die Zukunft buchstäblich selber ja auch wegbricht, die eigenen Pläne gefährdet sind durch dieses abstrakte Thema. Und es ist ein Riesenverdienst der jungen Leute, der Schülerinnen und Schüler, dass ihr das jetzt zum Thema gemacht habt. Und weil ich ja unter anderem auch Jurist bin, will ich auch klar sagen, ihr habt das Recht auf eurer Seite. Der Artikel 2 des Pariser Klimaabkommens von 2015 statuiert für alle Staaten dieser Welt rechtsverbindlich, die globale Erwärmung muss bei 1,5 Grad gestoppt werden. Das impliziert, dass man weltweit in allen Sektoren, bei Strom, bei Wärme, bei Mobilität, bei Kunststoffen, bei Zement, im Agrarbereich, in 1 bis 2 Jahrzehnten bei Null Emissionen sein muss. Und das ist genau die richtige Forderung zwischen 2030 und 2040. Extinction Rebellion, habt ihr gerade gehört, wollen es noch schneller, aber jedenfalls sehr bald und nicht erst im Jahr 2050, von dem die Politik redet, wo keiner der jetzt agierenden Politiker mehr lebt im Zweifel, müssen wir tatsächlich was erreicht haben. Und um das erreichen zu können, müssen wir hier und heute mit drastischen Maßnahmen beginnen, in Deutschland und weltweit. Ihr habt das Recht noch in einer anderen Hinsicht auf eurer Seite. Die Grundrechte, die Menschenrechte habt ihr auf eurer Seite. Weil es wird immer wieder davon gesagt, Klimaschutz sei ein Freiheitsproblem, weil die Freiheit der Konsumenten und der Unternehmen durch Klimapolitik beschränkt wird. Man sollte ehrlich sein, stimmt. Wenn man konsequenten Klimaschutz macht, dann wird die Freiheit an bestimmten Stellen beschränkt. Nur, was viel zu selten gesagt wird, Klimaschutz ist überhaupt nicht paternalistisch. Da wird keiner bevormundet. Klimaschutz verteidigt das Recht auf die elementaren Voraussetzungen von Freiheit, nämlich Leben, Gesundheit und Existenzminimum. Die sind nämlich bedroht, wenn wir so weitermachen beim Klimawandel wie bisher. Und deswegen... Es wird immer
immer wieder gesagt, man kann es in den Medien immer wieder lesen, Klimaschutz sei irgendwie bevormundet. Ist es nicht. Es erzählt es jedem und das ist sowieso ganz wichtig. Damit Wandel geschieht, müssen ja verschiedene Akteure sich in Bewegung setzen. Wir fordern jetzt hier was von der Politik, aber es müssen an verschiedenen Stellen Akteure zusammenwirken. Und die meisten Menschen, gucken wir mal in den Spiegel, wir wissen selber, dass Menschen so ticken, reagieren nicht alleine auf Faktenwissen. Man muss auch vorleben, dass es anders geht. Man muss andere Normalitäten gemeinsam leben mit anderen. Also einerseits politisch was fordern, aber dann auch zeigen, hey, ich finde den Urlaubsflug vielleicht gar nicht so cool. Ich finde viele tierische Nahrungsmittel vielleicht gar nicht so cool. Ich kann zu Hause auch einen Stromanbieter haben, der 100% erneuerbare Energien liefert. Wenn wir in diese Richtung gehen und wenn wir immer mehr Leute dazu bringen, einerseits mit auf die Demos zu gehen und andererseits tatsächlich auch im Persönlichen sowas auszuprobieren und andere Leute davon zu überzeugen, dann kommt eine Bewegung zustande, wo auch die Politiker dann nicht mehr nur symbolische Klimapolitik machen wie bisher, sondern wo wirklich was passiert. Und darauf hoffe ich ganz stark. Ich werde gerade schon gebremst. Ich sag noch, ja, es pfeift sonst, ne, wenn ich zu nah an den Boxen bin. Pardon. Ich mache noch zwei Punkte. Zum einen, wenn wir hier als Teil einer weltweiten Bewegung stehen, sollte natürlich immer klar sein, wir wollen hier im Persönlichen was machen, wir wollen aber auch im Großen was erreichen. Wir sollten nicht allein auf dieses Klimakabinett heute in Berlin gucken. Deutschland ist der wirtschaftlich stärkste Staat in der EU. Ganz wichtig ist vor allem, dass Deutschland in der EU in Zukunft eine andere Rolle spielt. Deswegen müssen auch die Proteste weitergehen über den Tag hinaus, der mit Sicherheit keine berauschenden Ergebnisse in Berlin bringen wird. Also ich wäre schon froh, wenn er irgendwelche Ergebnisse bringen würde. Wir brauchen aber sehr viel mehr. Und weil die Proteste weitergehen, gebe ich euch ein letztes noch mit. Es gibt, ich weiß es, auf viele von euch, auf die Schülerinnen und Schüler Druck, dass ihr hier nicht während der Unterrichtszeit in der Form protestieren sollt. Politischer Druck ist aber nötig und zwar gerade auch an Stellen, wo das mit Elementen zivilen Ungehorsams zusammenkommt. Deswegen ist es gut, dass ihr das macht. Und ich sage euch als Jurist, das könnt ihr nachlesen auf meiner Homepage, einfach Felix Nachhaltigkeit googeln, dann kommt ihr auf meine Homepage. Ich habe ein Gutachten dazu geschrieben. Das ist rechtlich extrem zweifelhaft, ob man euch sanktionieren kann, wenn ihr euch altruistisch hier letzten Endes für die Rettung unserer aller Zukunft einsetzt. Und deswegen ermutige ich euch, macht weiter so. Ich wünsche uns allen noch ganz viel Spaß. Trotzdem, also es gibt noch keine Ergebnisse aus der Bewegung, aber es hat trotzdem sehr, sehr viel bewegt, glaube ich, in den Köpfen und auch in der Gesellschaft. Das Thema Klimaschutz ist, glaube ich, noch nie so präsent gewesen wie im Moment und das ist Fridays for Future. Und vor allen Dingen natürlich Greta Thunberg zu verdanken, da alle die Gesellschaft auch wachgerüttelt zu haben. Naja, erstmal muss man sagen, finde ich es ganz wichtig. Greta Thunberg ist natürlich eine Personifizierung eines Themas durch ihre Art, wie sie auftritt, durch die Art, wie sie spricht und wie sie also sozusagen ihr Leben gewidmet hat, diesem Kampf gegen den Klimawandel. Das ist ganz wichtig für solche sozialen Bewegungen. Sie ist im Grunde genommen die Erfinderin davon. Also das wird natürlich teilweise in den Medien auch überhöht, aber das so funktioniert es eben. Eine Bewegung braucht immer jemand, der, also in der Regel ist es so, dass Bewegungen, soziale Bewegungen, Jugendbewegungen eben eine Person haben, an der man das festmachen kann. Ja. Und deswegen ist sie erstmal, finde ich, ganz wichtig und auch natürlich überzeugend. Also wenn man sie hört zum Beispiel, sie hat jetzt ein Interview gegeben in so einer Late-Night-Talkshow mit einem sehr, sehr tollen Interviewer, der auch ganz schön kritisch sein kann. Da war sie wirklich total überzeugend vor einem riesen Publikum. Also witzig, gut informiert. Also diese Figur ist für die Fridays for Future-Bewegung extrem wichtig. Ich bin Henrik Lange, ich bin 42. Ich bin Unterstützer der Fridays for Future, als Wissenschafts- und umweltpolitischer Sprecher meiner Landtagsfraktion der Linken im Landtag von Sachsen-Anhalt ist das mir natürlich ein großes Anliegen. Insbesondere, weil ich ja Naturwissenschaften studiert habe, kann ich es immer noch nicht fassen, dass es Leute gibt, die den Klimawandel aus politischen Gründen leugnen, den menschengemachten Klimawandel. Und es ist richtig, dass diese Bewegung der jungen Leute endlich mal all denen, die Verantwortung tragen, Feuer unter den Hintern macht, dass sich in Sachen Klimaschutz etwas bewegt. Das ist
ist ja auch unglaublich. Wir erleben das ja auch leider sehr häufig im Landtag, immer wieder, geradezu in jeder Landtagssitzung, dass die AfD da ganz vorne dabei ist, die Klimakrise zu leugnen. Und auch der ein oder andere Kollege aus der CDU da nicht ganz sattelfest ist, um es mal so zu umschreiben. Und das finde ich einfach unglaublich. Also es war, glaube ich, Ende der 70er Jahre, als Club of Rome das erste Gutachten, das erste Buch veröffentlichte und genau die Krise beschrieben hat, in der die sich heute immer mehr zuspitzt. Und es gibt ja eine große wissenschaftliche Einigkeit darüber, dass es natürlich die Klimakrise ist, weil klar, es hat immer Temperaturveränderungen gegeben, Wetterveränderungen, aber die waren nicht menschengemacht. Und woran merkt man das? Das merkt man daran, dass die früheren Temperaturveränderungen, Klimaveränderungen regional waren. Und wir leben heute in einer Zeit, wo wir eine sehr schnelle Klimaveränderung erleben, die auf der ganzen Welt gleichzeitig stattfindet. Und das ist eben Ausdruck des menschengemachten Klimawandels und das macht die Bewältigung auch so schwer. Weil zur Bewältigung früher ja auch gehörte, dass Menschen gewandert sind. Sie sind aus den Regionen rausgewandert, die nicht mehr bewohnbar waren und sind in andere Regionen gewandert. Und wir haben aber keinen Planeten B. Wir können nirgendwo hinwandern. Wir können nur unseren Planeten retten. Diese Klimaleugner sind für euch natürlich, sind für Fridays for Future total wichtig, weil sie sozusagen die Bewegung antreiben und natürlich auf offener Bühne sozusagen in der medialen Auseinandersetzung schüttelt man ja nur mit dem Kopf, was da für Idioten kommen. Also zum Beispiel die AfD, die hat natürlich auch andere Motive sozusagen, aber über die AfD-Leute, da lacht man sich ja inzwischen tot, wie die versuchen zu erzählen, und das müssen die jetzt immer öfter, dass es überhaupt gar keinen Klimawandel gibt, also weil es schon immer irgendwie warm ist und ich weiß nicht, vor 100 Jahren schon mal einen warmen Sommer gab. Wenn man ihnen dann sagt, aber die letzten 4 Sommer oder 3 Sommer waren die wärmsten, seitdem die Temperaturaufzeichnungen sind, ja. Also das ist schon interessant. Da ist der Druck auf die anderen Parteien, sogar auch auf die AfD, glaube ich, groß, dass die AfD jetzt natürlich nochmal so einen richtigen... Es gibt ein direktes Verhältnis zur AfD. Die Wahl in Brandenburg, da durften ja 16-Jährige wählen. Bei den 16- bis 24-Jährigen waren 27% für die Grünen und 18% für die AfD. Wenn es Fridays for Future nicht gegeben hätte, hätten die Grünen die Wahl unter den 16- bis 24-Jährigen in Brandenburg nicht gewonnen. Da bin ich mir ganz sicher. Da wären die Wahlen ganz anders ausgegangen. Das heißt, das ist eins dieser sozusagen diese Einflüsse, die diese Bewegung bereits hat. Ja, das Parteiensystem, also zum Beispiel eine CDU kann sich überhaupt nicht mehr leisten. Oder keine Partei kann sich leisten, kein Klimazeug zu machen. Das ist unmöglich, sonst wirst du sozusagen vom Tisch gewischt, ja. Die AfD, muss man zugeben, ist nun mal eine Sondersituation, die stellt sich in der Lausitz natürlich sozusagen, das ist der Teil von Leuten, die leugnen einfach den Wandel, die sagen einfach Augen zu und durch sozusagen, die Kohle muss weiter brennen. Also gibt es natürlich immer auch bei solchen sehr zugespitzten Geschichten, aber ich glaube, dass auch da Fridays for Future, dieses Parteiensystem, die Wahlen, ich bin mir ziemlich sicher. Also schau dir nur die paar Prozentpunkte, die Grünen sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen dazu gewonnen haben, wobei die ja in den Umfragen noch viel höher standen. Das ist direkt mit Fridays for Future zu verknüpfen. Das heißt, die Grünen werden mit großer Wahrscheinlichkeit sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg in die Regierung einziehen. Und die sächsische Regierung ist damit, genau wie die brandenburgische, gezwungen, bei ihren Lausitzverhandlungen in der eigenen Regierung mit den Grünen zu reden. Das wird auch natürlich auch für die Grünen eine große Herausforderung. Aber ohne euch, ohne Fridays for Future, säßen die Grünen nicht demnächst mit am Kabinettstisch und könnten natürlich auch Restrukturierungsmaßnahmen und so weiter oder dass das Ziel des Kohleausstiegs von 2038 nicht nochmal nach hinten geschoben wird, sondern vielleicht eher nach vorgezogen wird. Das wäre alles unmöglich ohne Fridays for Future. Also das hat eine, ich finde, wir werden das sehen. Es gab ja um das Jahr 1900 eine Jugendbewegung, die sogenannten Wandervögel, die sich dann auch eben vielfach ausdifferenziert haben. Man kann gar nicht hoch genug im Moment einschätzen, welche Power Fridays for Future allein in Deutschland hat. Na, ich glaube, wir müssen ja mal klar benennen, dass es auch da einen Strukturwandel geben muss. Und wir haben gerade hier in Sachsen-Anhalt einen großen Wirtschaftsstandort im Bereich Windenergie, Windkraftanlagen.
Dieser Wirtschaftsstandort kommt gerade gewaltig ins Straucheln, weil die Windenergie gebremst wird. Und damit werden hier gerade in Sachsen-Anhalt zahlreiche Arbeitsplätze gefährdet. Ich glaube, wir haben ja in Sachsen-Anhalt rund 25.000 Arbeitsplätze, die allein an der Windenergie hängen. Und wenn das weiter blockiert wird, dann sitzen die Leute auf der Straße. Und das werde ich auch am Donnerstag in der aktuellen Debatte, ich darf dazu reden, auch klar machen, dass die AfD mit ihrer Haltung dann verantwortlich dafür ist, dass in der Windenergiebranche Arbeitsplätze vernichtet werden und die Leute demnächst auf der Straße sitzen. Ich glaube, dass mit im Klimaschutz, also wir haben unheimlich viel Umsätze bei im Bereich, ich sage mal Anführungszeichen, grüne Wirtschaft. Da gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen steigende Umsätze weltweit. Und ich glaube, wenn man das konsequent macht und wenn man konsequent umlenkt, dann gibt es da auch, wie gesagt, sehr viele Arbeitsplätze in verschiedensten Branchen neu zu schaffen. Wenn man auch an den ganzen Themenbereich Wasserstoff denkt, da wieder Stichwort Strukturwandel hier in Sachsen-Anhalt, soll ja zur Modellregion für die Wasserstofftechnologien werden. Da gibt es viele, viele neue Arbeitsplätze, spannende Arbeitsplätze. Und ich glaube, dass wir insgesamt, wenn man Klimaschutz auch richtig betreibt, das umgekehrt eigentlich unseren Wohlstand erhält. Weil letztendlich muss man auch sagen, wenn um uns herum alles kaputt geht, dann nützt auch eine florierende Wirtschaft nichts, weil drumherum ist dann alles kaputt. Und das ist doch das, was wir alle nicht wollen. Es passiert ja gerade. Ich finde, das Erste, was man sagen muss, ist, Fridays for Future hat eine enorme Wirkung schon erzielt. Und zwar auf die politische Agenda und die Medienagenda. Also das ist ja immer ganz wichtig, nicht nur sozusagen, was genau rauskommt, sondern wie eine Bewegung, eine Partei oder ein Ereignis, sozusagen die man nennt es Agenda-Setting-Funktion, also sozusagen, welche Themen stehen auf der Tagesordnung. Man muss sich vorstellen, vor etwa einem Jahr, bis vor einem Jahr, hat man die ganze Zeit diskutiert über beschissene Obergrenzen für Flüchtlinge. Horst Seehofer hat einen Unsinn dahergeredet. Es war ein menschenfeindlicher Diskurs. Die Talkshows haben sich überboten in wirklich irren Sendungen mit wo immer nur diese Flüchtlingsinvasion und also was weiß ich. Und jetzt mit Fridays for Future hat sich diese politische Agenda und die Medien, die Agenda sozusagen der Medien total verändert. Das ist erstmal ein riesiger Erfolg. Das kann man jetzt noch nicht sozusagen in CO2-Tonnen und Fußabdrücken, die kleiner werden, so richtig genau messen. Aber das ist enorm. Das muss man erstmal sagen. So. Die Politik tut sich natürlich jetzt schwer, weil sie nicht nur auf Fridays for Future reagieren muss, sondern sie merkt, dass auch die Verbraucher einen wahnsinnigen Druck mitentwickeln. Also sozusagen diese Bewegung hat die Menschen aufgeweckt. Also die Erwachsenen, die diese Klimagipfelrituale immer mitgemacht haben, so es hieß, wir haben aber nur noch so und so viel Grad und sonst ist es in 5 oder 10 oder 20 Jahren zu Ende. Und das hat man aber dann immer irgendwie hingenommen, mehr oder weniger schulterzuckend. Und jetzt geht das nicht mehr. Weil ich sag mal, ihr, diese Jugend, sagt, hey Leute, so läuft's nicht. Und deswegen habt ihr ja ganz viel schon, auch an dieser Stelle hat diese Bewegung, finde ich, erreicht. Was jetzt die Politik genau macht, das ist natürlich auch eine Frage von Abwägung. Und es ist natürlich, also sozusagen, man muss in diesem Koalitionsspiel mitmachen. Sozusagen, welcher Koalitionspartner sozusagen geht da besser raus. Aber es wird sicherlich was erfolgen. Merkel hat es ja bereits vorbereitet. Morgen ist nicht sogar morgen der Tag, wo auch das Klimakabinett seine Ergebnisse bekannt gibt. Und das an diesem Tag, wahrscheinlich ist die Demo deswegen auch an dem Tag, keine Ahnung, die große. Es wird eine riesige Demo werden. Es wird ja ein großer, es hat teilweise wurde sogar von Generalstreik geredet. Sowas in Deutschland quasi ein politischer Streik ist ein Unding. Ja, sowas gibt es eigentlich gar nicht in Deutschland. Aber dass jetzt darüber geredet wird, zeigt auch, was da verändert wird. Kurz und gut, es wird da sicherlich was kommen. Jetzt muss man natürlich der Fairness halber sagen, also Deutschland hat natürlich seine Ziele auch nicht erreicht. Es war jetzt nicht wahnsinnig toll, was wir hier gemacht haben. Aber im Vergleich zu anderen Ländern und anderen Kontinenten ist es schon nicht so schlecht, ja, was die Deutschen machen. Die werden jetzt sicherlich noch mal einen drauflegen. Wir sind ja sozusagen waren mal die Weltmeister im Klimaschutz. Das werden wir jetzt wahrscheinlich wieder werden. Es wird da sicherlich was kommen. Was das mit der Bewegung macht, ja, ich bin mir sicher, dass diese Bewegung sich jetzt freundlich gesagt ausdifferenzieren wird.
unfreundlich gesagt, Teile dieser Bewegung werden sich radikalisieren, da bin ich mir ganz sicher. Also wenn zum Beispiel eine interventionistische Linke, ja, die, der geht es ja nicht so richtig doll ums Klima, also die marschiert da mit und die sind natürlich auch für eine Klimapolitik, die den Planeten nicht verglühen lässt. Aber die haben natürlich noch ganz andere Ziele. Und so wird es viele geben, Teile dieser Bewegung werden sich radikalisieren, andere werden sagen, das ist uns zu lasch, andere werden sagen, das ist uns zu hart. Die Debatte ist nicht zu Ende. Ich glaube, dass sie jetzt so richtig erst beginnt. Ist erstens mal schwierig und zweitens ist es ja das, was man die ganze Zeit miterlebt. Also unsere Enkelin geht in eine Schule und da sind die ganzen Probleme natürlich damit unentschuldigt fehlen und so weiter. Da kann man ihnen also erstens mal den Rücken stärken. Und andererseits kann man aber auch da merken, es interessiert die jungen Leute. Also nicht bloß, die haben ihr Handy im Sinn, sondern es gibt auch andere Interessen. Was kann man noch lernen? Das ist ein bisschen schwierig, weil das, denke ich, was sehr Individuelles ist. Wenn die Enkel irgendetwas machen und da diskutieren, sollte man unbedingt den Austausch da pflegen. Und ja, eben offen sein. Wenn man nur erzählt, so wie ich es mache, ist es richtig und du hast ja keine Ahnung, lerne erst einmal. Das ist sicherlich die falsche Herangehensweise. Aber aufklären, pass auf, es ist sehr viel komplizierter, als man es manchmal gerne hätte. Und das verhält sich so und da spielt das rein. Und dann gibt es ja bloß noch, auch noch irgendwelche anderen Akteure, die da eine Rolle spielen. Das ist eine, also nicht eine Auseinandersetzung, sondern ein Gespräch und ein gegenseitiges Lernen, einmal aus den Lebenserfahrungen, aber eben auch aus der Theorie. Gesellschaftstheorie meine ich im Falle konkret, wo die wirklich jungen Kinder, ich denke mir mal, schlechte Zugänge dazu haben, zu der Thematik überhaupt. Also Schule zum Beispiel oder sonst irgendwie gesellschaftliche oder politische Bildung, nicht im Sinne von Parolen lernen, sondern wirklich Zusammenhänge durchschauen zu lernen. Ich nehme wahr, dass die Bevölkerung immer sensibler wird bei diesen Themen, gerade bei den Umweltthemen. Das nehme ich hier in Halle persönlich wahr, das nehme ich aber auch insgesamt in Sachsen-Anhalt im Land wahr. Und das finde ich eine gute Entwicklung. Finde ich eine sehr wichtige Entwicklung. Die Menschen gucken mehr drauf, was in der Umgebung passiert. Von daher finde ich es sehr gut, wie insgesamt die Entwicklung ist. Zeig dir heute Sachen, die hast du noch nie gesehen. Werd dich zu Plätzen führen, wo noch bunte Blumen stehen. Heile Welt, heile Welt, ist so schön, dass es dir gefällt. Heile Welt, heile Welt, ist so schön, ist so schön, ist so schön, ist so schön. Schlendern die Allee entlang, in der's noch einen Baum gibt. In seinem Schatten habe ich zum ersten Mal geliebt. Früher gab's hier viele, doch das ist lange her. Dass dieser Baum mal grünte, das glaubt heute keiner mehr. Heile Welt. Erkläre ich dir schnell. Normalerweise leuchtet Wasser wirklich nicht so hell. Früher war der Fluss noch klar und qualmte auch nicht so. Die Fische schwammen auf dem Bauch und waren wirklich froh. Heile Welt, heile Welt, ist so schön, dass es dir gefällt. Heile Welt, heile Welt, ist so schön, ist so schön, ist so schön, ist so schön. Wir gehen durch die Wälder und können klar den Himmel sehen. Komm, mein Kind, lauf schneller, wir sinken, wenn wir stehen. Vor nicht allzu langer Zeit gab's noch Tiere hier im Wald. Als der atomare Winter kam, da wurde es ihm zu kalt. Heile Welt, heile Welt, ist so schön, dass es dir gefällt. Heile Welt, heile Welt, ist so schön, ist so schön, ist so schön, ist so schön. Stehen wir auf der Wiese, von der ich vorhin sprach. Die ganze Landschaft um uns rum, die liegt nun leider brach. Nun sei doch nicht enttäuscht und sieh mich nicht so an. Du tust ja beinahe so, als ob ich was dafür kann. Heile Welt, heile Welt, ist so schön, dass es dir gefällt. Heile Welt, heile Welt, ist so schön, ist so schön, ist so schön, ist so schön, ist so schön. Das waren Henning und eure Peggy Merkur. Denn das Thema Klimawandel, Klimakrise geht nicht mehr nur uns junge Menschen an, sondern betrifft alle Generationen und alle Menschen.
Klimakrise. Geflüchtete, globale Gerechtigkeit, Konsum, Welthandel. Was geht da draußen eigentlich ab? Tierwohl. Nächstenliebe. Leichtigkeit. Einfach leben. Glück. Artensterben. Umweltverschmutzung. Plastikzeitalter. Gerechtigkeit. Reichtum. Der tägliche Wahnsinn des Seins. Auf diese Reise nehme ich euch mit. The Green A, ein Podcast